Für Ihre Genesung ist es wichtig, dass Sie eine passende Klinik für Ihre Reha finden. Sie haben das Wunsch- und Wahlrecht und das ist im Sozialgesetzbuch festgeschrieben. Ich kann Sie nur dazu ermutigen, davon auch Gebrauch zu machen. Aber wie finden Sie jetzt die geeignete Klinik für Ihre Reha? Folgende Punkte können Ihnen bei der Wahl der Klinik helfen. Der erste ist die medizinische Eignung. Das bedeutet erstmal grundsätzlich, dass Ihre Krankheit in der Klinik behandelt werden kann. Zum Beispiel, wenn Sie einen Schlaganfall hatten, sollte die Klinik eine neurologische Reha-Klinik sein. Schauen Sie auf den Webseiten der Kliniken nach, welche Behandlungsschwerpunkte dort angeboten werden. Dort finden Sie auch Informationen zur Ausstattung und den Therapieangeboten. Die medizinische Qualität zu beurteilen ist nicht immer ganz einfach. Wenn Sie unsicher sind, besprechen Sie die Punkte zur Ausstattung und zu den Therapieangeboten mit Ihrem Arzt. Es gibt auch unabhängige Stellen, die die Qualität der Kliniken beurteilen. Auf ihren Webseiten geben die seriösen Kliniken Auskunft über ihre Qualitätssiegel. Manche Kliniken bieten auch Sonderprogramme an, die eventuell aktuell für Sie besonders geeignet sind. Dazu zählt zum Beispiel die Reha für junge Erwachsene oder die Reha für Menschen in helfenden Berufen. Alle diese Infos finden Sie in der Regel auf den Webseiten der Kliniken. Zusätzlich zur medizinischen Eignung spielen auch persönliche Gründe eine Rolle bei der Auswahl der Klinik. Die Lage der Klinik kann ein solcher persönlicher Grund sein. Möchten Sie Ihre Reha nahe des Wohnorts durchführen oder möchten Sie für Ihre Reha etwas weiter wegfahren? Als nächstes spielt die Unterbringung bei der Klinikwahl eine Rolle. Wie sehen die Zimmer aus? Gibt es dort Einzelzimmer? Haben die Zimmer einen Balkon oder gibt es einen Notruf auf den Zimmern? Auch die Ernährung ist für viele Menschen wichtig. Bietet die Klinik eine vegetarische Kost an? Gibt es dort Bioprodukte oder gibt es spezielle Diätprogramme? Viele Kliniken halten auch Spezialangebote vor, wie zum Beispiel die Reha mit Hund, die Reha mit Begleitkind oder auch die Möglichkeit, eine Begleitperson mit in die Klinik zu bringen. Auch diese Informationen finden Sie im Internet. Schauen Sie sich Fotos und Videos an. Eventuell gibt es Social-Media-Auftritte der Kliniken und hören Sie auch auf Ihr Bauchgefühl. Erkundigen Sie sich auch nach Berichten und Bewertungen von anderen Personen, die bereits diese Klinik besucht haben. Es gibt Portale wie zum Beispiel Klinikbewertungen, wo ehemalige Patienten ihre Erfahrungsberichte hinterlassen können. Oder vielleicht haben Sie auch im Verwandten- oder Bekanntenkreis Personen, die schon mal eine der Kliniken besucht haben. Wenn Sie sich jetzt unsicher sind, dann dürfen Sie mich gerne kontaktieren und ich helfe Ihnen dabei, die passende Klinik zu finden. Wir haben auch eine Checkliste für Sie vorbereitet, die Sie sich herunterladen können.